Felix Gottwald, auch Sie heute hier zu Besuch beim Wirtschaftsforum in Bregenz. Der erfolgreichste Olympiasportler, den Österreich jemals hervorgebracht hat. Ein spannender Vortrag zum Thema Erfolg ist keine Glückssache. Was möchten denn Sie heute den Besuchern des Wirtschaftsforums auch etwas näher bringen? Worum geht es denn in Ihrem Vortrag? Ja, in aller Kürze geht es in Wahrheit darum, dass die Menschen den Zugang zu sich selbst wieder neu entdecken, wieder finden, sie auf die Suche machen und damit man einfach erkennt, dass in einem alles drinsteckt und dass Erfolg eigentlich nur das ist, was aus unseren Gedanken, Gefühlen und Handlungen folgt. Das ist eigentlich ganz einfach. Sie haben zwei Karrieren praktisch gehabt, das heißt, Sie waren sehr erfolgreich und haben im Sport aufgehört, sind dann zurückgekommen und wieder mit dem gleichen, wenn nicht noch größeren Erfolg zurückgekehrt. Was ist denn da das Erfolgsgeheimnis, sage ich jetzt mal? Liegt es daran, dass man wirklich so hart an sich arbeitet, dass das vom Arbeiten, vom Trainieren herkommt oder spielt da der Kopf schon eine wichtige Rolle? Ja, ich sage immer, im Spitzensport plus minus trainieren tut jeder ungefähr das Gleiche. Also da sind keine groben Abweichungen, doch gewinnen meistens die gleichen und wenige. Und von dem her ist an der These, dass irgendwie im Kopf oder im Bauch, wie ich immer sage, entscheidet es halt. Und das Spannende war schon in meinen beiden Karrieren, dass ich die Karriere 1 habe ich 2007 beendet, habe wirklich ganz nach dem Schema Gedanke, Gefühl und Handeln und Tun und Trainieren, habe ich meine Ziele erreicht, was ich mir einfach vorgestellt habe, indem ich hineingefühlt habe. Dann habe ich 2 Jahre pausiert, habe ein Buch geschrieben, habe in diesem Buch reflektiert und habe dann irgendwie den inneren Antrieb gehabt, dass ich nochmal einsteigen muss. Obwohl der Verstand gesagt hat, tu es ja nicht. Aber ich habe es einfach getan, weil ich mein Gefühl eigentlich ein Leben lang immer wieder vertraut habe. Und habe diese 2 Jahre Spitzensport, diese 2 Jahre Genussprojekt eigentlich betitelt, habe ich wirklich dazu genützt, dass ich nochmal eintauche und dass ich nochmal ausprobiere, ob es wirklich so funktioniert. Und habe mir wirklich gute Aufzeichnungen gemacht, dass es tatsächlich immer noch so funktioniert. Und das Spannende daran, weil ich mich selber oft gewundert habe, okay, Intuition ist jetzt nicht so greifbar, wie bringt man das den Menschen näher, weil das war schon immer die Mission hinter dem Spitzensport, dass man was weitergibt. Und das habe ich heuer über den Sommer eigentlich versucht zu bündeln und das ist in dieser digitalen Ausgabe meines Potenzialprogramms, wie ich es betitel, entstanden. Und das ist die Stille zum Erfolg, da ist eine CD drin, da ist eine Übungs-CD drin und da ist ein Inspirationsbuch drin. Und da habe ich wirklich versucht, das Ganze so zu verknappen, dass es nachvollziehbar ist für jedermann, dass Übungen drin sind, wo man den eigenen Zugang wieder findet, aus dem aus alles entstehen kann. Das ist natürlich spannend und allein dadurch, aus den Erfahrungen, haben sie die 2 Jahre, ganz abgesehen von den Erfolgen und Erlebnissen, mehr wie auszahlt. Sie haben jetzt gesagt, der Verstand hat ja eigentlich gesagt, tu es nicht. Ist ja auch oft so, dass erfolgreiche Sportler dann zurückkommen und dann natürlich oftmals nicht an die Erfolge anknüpfen können, die sie ja einmal hatten. Waren Sie selber auch ein bisschen überrascht davon, dass das so gut ging? Ging das leichter als gedacht? Und weil Sie gesagt haben, Genussprojekt, jetzt probieren wir halt einfach mal, ohne sich wirklich einen Druck zu machen? Oder wie war das Erleben da? Das war schon, also da, genau darin unterscheiden sich die 2 Karrieren so genial. Weil das erste Mal war wirklich so dieser Olympiasieg in Turin, war wirklich der hart erarbeitete Sieg. Und dann wollte ich es einfach mit der Einstellung umgehen, es darf leicht gehen. Es darf wirklich leicht gehen. Die richtig genialen Sachen im Leben, die gehen dann meistens leicht. Natürlich bedarf es einer sehr guten Vorbereitung, im richtigen Moment dann das Loslassen an den Zaun zu bringen. Aber es ist im Endeffekt dann wirklich leicht gegangen. Es war einfach, ich wollte einfach diese Entwicklungschance, die man im Spitzensport Tag für Tag kriegt und so schwarz auf weiß präsentiert kriegt, die wollte ich nochmal nützen. Und das ist eigentlich das Spannende. Und all diese Erfahrungen mitnehmen in ein Leben nach dem Spitzensport, weil Spitzensport ist einmal ein Beruf mit Ablaufdatum. Das ist das, was mich jetzt erfüllt und da habe ich richtig eine Gaudi dabei. Sie haben es gesagt, es sind da einige Übungen drauf in diesem Programm. Vielleicht können Sie uns dann sehr kurz mal einblicken, um was geht es denn da genau? Ist das eine Art, muss ich sagen, autogenes Training oder sich mit sich selber beschäftigen? Es ist wirklich eine Mischung aus vielen. Es sind einmal Grundessenzen, wo ich einfach versucht habe, wirklich das methodisch aufzuarbeiten, um was es geht. Weil wir haben im Endeffekt zwar einen irrsinnigen Lärm im Alltag um uns herum, eine unglaubliche Geschwindigkeit, wo wir fast nicht mehr mitkommen. Und die Frage ist, ob wir uns in diesem Alltag nicht Tag für Tag mehr von uns entfernen und dass wir eigentlich uns selber verlieren auf dem Weg.
Und das soll es nicht sein, weil eigentlich sollen wir uns jeden Tag einen Schritt näher zu uns annähern. Und da habe ich schon versucht, das einmal zum Thema zu machen und natürlich gleichzeitig Übungen hineingepackt, damit man einfach das wieder lernt, den Zugang zu sich selbst. Und im Endeffekt geht es nur darum, dass man sich irgendwann einfach die Zeit für die Stille nimmt. Also den Lärm kriegen wir geschenkt, pausenlos, aber die Stille, die darf uns wirklich bemühen und die kriegen wir, die kostet zwar nichts, aber schenken kriegen wir es auch nicht. Und von dem her ist die Stille schon der Zugang zu uns selbst, weil dort einfach die Gedanken so klar sind und aus den Gedanken entsteht einmal was. Sie werden jetzt heute vor einer Reihe von Wirtschaftstreibenden das ganze Programm präsentieren auch. Als Sportler sehen Sie da Parallelen zur Wirtschaftswelt und zum Spitzensport? Gibt es da zwischen Manager und Spitzensportler? Auf jeden Fall, weil meine, die Wirtschaft hat es insofern ein bisschen schwieriger, weil es keine Silber- und Bronzemedaillen gibt in der Wirtschaft. Also wenn du Zweiter wärst, bist du klassisch erster Verlierer und schaust durch die Finger. Insofern sind eigentlich die Tugenden des Spitzensports noch ungleich wichtiger, um, dass man es in der Wirtschaft auch umsetzt. Und bei allem umtriebigen Arbeiten und Geld verdienen, die höhere Mission liegt wahrscheinlich woanders, als wie dass man auf die Welt kommt und irgendwann einen Löffel wieder abgibt und dazwischen nur dem Geld hinterherhechelt. Und allein diese Fragen einmal anzugehen, das ist spannend. Und heißt gleichzeitig, dass man mit Leichtigkeit weitergehen kann und sich selber weiterentwickeln kann.